Ja, hallo. Wir sind hier heute am Präsidium des Karlsruher Instituts für Technologie. Neben mir steht KIT-Präsident Holger Hanselker und wir reden heute über den Tag der offenen Tür. Herr Hanselker, am 29. Juni findet der Tag der offenen Tür am Campus Ost statt. Warum sind die Veranstaltungen so wichtig für das KIT, aber auch für die Region? Ja, 29. Wir freuen uns drauf. Das heißt, wir öffnen unsere Türen, wir öffnen uns der Stadt, wir öffnen uns der Bürgerschaft, freuen uns, wenn ganz viele Menschen zu uns kommen, sich für unsere Arbeit interessieren, damit wir dann vor Ort in den Dialog kommen können und auch für, sagen wir, Verständnis für das werben können, was hier passiert. Das ist unser Ziel. Mobilität ist das Thema am Tag der offenen Tür. Mobilität ist das Thema auf dem Campus Ost. Auf welchen Gebieten wird denn geforscht im Thema Mobilität am Campus Ost? Campus Ost ist unser Mobilitätscampus, das sind die Mobilitätsinstitute. Es ist natürlich die Frage der individuellen Mobilität, es ist aber auch durchaus die Frage der Mobilität als Gesellschaft in Summe. Wir haben Forschungsarbeiten sehr stark auf dem Gebiet der Elektromobilität, das ist logisch, aber die Elektromobilität alleine ist nicht die Lösung aller Probleme. Vielleicht erschafft sie sogar ganz neue Probleme, die man noch gar nicht auf dem Schirm hat. Dass wir aus den fossilen Rohstoffen rauskommen, das weiß jeder, das hat viele, viele Gründe. Wo sehen Sie denn, abgesehen von der Endlichkeit fossiler Brennmittel, noch weitere Gründe, dass man als Gesellschaft über ein geändertes Mobilitätsverhalten nachdenken sollte? Also die eine Seite ist richtig, wie Sie sagen, die Endlichkeit fossiler Stoffe. Auf der anderen Seite natürlich auch das Produzieren des CO2 aus diesen Stoffen. Also das alleine sind schon zwei Komplexe. Wenn wir über Mobilität reden, dann müssen wir es immer in Wechselwirkung auch mit Klima und Klimawandel sehen. Die eigentlich große Herausforderung für die Menschheit. Gibt es denn auch Bereiche am KIT, die die Entwicklungen abschätzen können? Ja, das ist eine spannende Frage. Unser Institut für Verkehrsforschung macht seit 25 Jahren, betreibt es ein Mobilitätsportal. In diesem Mobilitätsportal werden seit 25 Jahren Haushalte nach ihrem Mobilitätsverhalten befragt, wie der individuelle Bedarf sich verändert. Also weg vom eigenen Auto hin zum, ich brauche keinen Parkplatz zu suchen. Das ist sozusagen ein völlig neues Lebensgefühl. Wie sieht denn eigentlich Ihre Mobilität aus? Wie kommen Sie im Alltag von A nach B? Ja, ich bin an der Stelle privilegiert oder auch nicht privilegiert. Wenn ich morgens aus meinem Zimmer rauskomme, dann steht vor der Tür ein Auto und mein Arbeitsplatz ist bereitet. Jede Menge Unterlagen sind da drin, mein Laptop ist aufgeklappt, ich setze mich rein und fange an zu arbeiten. Es ist für mich so ähnlich wie ein autonomes Fahrzeug, nur dass es noch nicht echt autonom ist, sondern es wird noch von Menschenhand unterstützt.